nicht mehr über die Außen kommen und mal eine vernünftige Flanke vors Tor bringen. Da immer durch die Mitte. Wir können ja gar nichts sehen. Wenn schon nichts zu tun ist, muss ich die Zeit für Büroinventur nutzen. Klar, Elf. Klar wie Klosbrühe, den muss er gehen. Kein Stück muss er. Plump eingefädelt und abgehoben. Da, gelbe Karte für den Stürmer und Abstoß. Kolumbianischer Schiri, das sagt doch wohl alles. Damit eins mal klar ist, der südamerikanische Fußball ist für mich der Beste der Welt. Ich rede vom Schiri und der pfeift den Henker. Der pfeift erste Sahne. Was erste Sahne ist, weiß ich besser. Selbst der Unterwelt ist der Ball im Moment wichtiger als ihre schmutzigen Geschäfte. Verbrechensquote sind gegen uns. Strobel, mein Lieber, ich sehe nicht nur die Unterwelt. Auch Sie gönnen sich eine verdiente Verschnaufpause, solange die lederne Kugel rollt. Fußball habe ich schon gehasst, als ich selber noch kurze Hosen an hatte. Auf grünen Rasen gehörten Kühe, Schafe, Gänseblümchen und sowas. Da trifft es sich ja gut, dass ich etwas bei mir habe, das in der Auszeit, die sich das Verbrechen nimmt, eine neue Betrachtung verdient. Alte Fälle, die mangels Beweisen nicht zur Anklage kamen. Stichprobenartig habe ich mich in den Aktenberg hineingegraben und ich schwöre, nur der pure Zufall hat meine Auswahl gelenkt. Und doch, oder vielleicht gerade deshalb, habe ich schier Unfassbares entdeckt. Erst dachte ich, Siegbert, du träumst. Dann dachte ich, vielleicht ist was mit deinen Augen. Also Brille runter, Augen zu, durchatmen, entspannen. Aber leider, es nutzt nichts. Wir müssen den Fakten ins Gesicht sehen. Müller? Graf? Fedic? Die drei Ex-Ehemänner von Frau Möbius Mutter? Dreifacher Gattenmord. Doch nicht die gnädige Frau. Wir kennen sie doch alle. Eben. Was eben? Eben, gerade deshalb dürfen wir auch nicht den Schimmer des Verdachts aufkommen lassen. Wir würden aufgrund quasi familiärer Rücksichtnahme. Im Gegenteil. Die Lage verlangt äußerste Sachlichkeit, penibelste Neutralität und absolut lückenlose Aufklärung ohne Ansehen der Person. Der denkbar undankbarste Auftrag. Aber wer wäre dafür der Richtige, wenn nicht Sie? Die Pflicht ist hart. Aber wie rief schon der große Königsberger? Klops. Philosoph in seiner Kritik der praktischen Vernunft, erster Teil, erstes Buch, drittes Hauptstück, Pflicht. Erhabener großer Name. Also, Strobel, es heißt, du kannst, denn du sollst. Sie können, denn sie sollen. Morgen, Chef. Morgen, Frau Möbius. Morgen? Schon wieder morgen? Morgen, Frau Möbius. Morgen, Herr Direktor. Morgen, Strobel. Weitermachen. Weitermachen. Morgen, Herr Dr. Heimann. Guten Morgen, meine Herren. Zeit ausgerechnet! Mit der rechten Klebe, wohl genommen, volles Rohr.
Ja, ist ja gut, ich hab's gesehen. Und glücklicher Abpraller und einfach draufgehalten, das kann doch jeder. Ja, da bin ich wohl erweitert, ein absolutes Sonntagsschüsschen. Aber nicht werktags, meine Herren. Sofort mitkommen in mein Büro. Schiff. Du kannst, denn du sollst. Pflicht erhabener großer Name. Hermann Müller. Lungenentzündung. Exitus 5.1.53. Heinrich Graf. Tod durch Ersticken am 23.06.66. Hugo Kleditsch, Herzinfarkt. 9.08.77. Die Zimmertemperatur in Müllers Schlafzimmer lag bei minus 2 Grad. Viele schlafen bei offenem Fenster. Aber nicht mit Lungenentzündung. Der nächste ist an einem Bindfaden erstickt. Schon komisch. Ja, aber nicht beim Paketepacken, sondern beim Sonntagsessen. Es gab Roulade. Und wo ist da der Faden, Schilling? Wenigstens davon verstehen Sie doch was. Ihre ewigen Anspielungen gehen mir auf den Keks. Ja, wohin sonst? Der ist bei der Roulade außen rum und nicht als Füllung innen drin. Herr Hugo Kleditsch, schwer herzkrank. Wo gibt der den Löffel ab, Schilling? Den Löffel, Schilling! Ja, ja, ha, ha. Auf einer Liegewiese an einem Badesee. Bravo. Ich betone am Badesee und nicht im Badesee. Wo war das Fläschchen Digitales, das immer in Reichweite sein sollte? Wo war die liebende Ehefrau, um es im Notfall sofort zur Hand zu haben? Wahrscheinlich im und nicht am Badesee. Müller 53, Graf 66, Kleditsch 77. Exakt. Und wie heißt die Ehefrau in allen drei Fällen? Rosa Müller Graf Kleditsch. Muss man die kennen? Das ist die Mutter von... Frau Möbius? Ja, kann ich was tun? Haben Sie mich gerufen, Chef? Dreifache Gattenmörderin. Aha, Sie geben es also zu. Ja. Hat eins. Lungentod im Ehebett. A2, Erstickungstod beim Sonntagsmahl. A3, Herztod auf der Liegewiese. Ist das Pech? Schicksal? Tragischer Zufall? Tragik, ja. Zufall? Nein. Mein erster Mann hat seine Gesundheit im Krieg ruiniert. Auf Wache in Nordnorwegen. Um in der ewigen Nacht nicht einzuschlafen, hat Hermann laut vor sich hingezählt. Die vorbeiwandernden Lemminge. Tja. Die Polarluft ist ihm dann leider auf die Lunge geschlagen. Bitte Sie das nicht persönlich zu nehmen, aber was für eine Geschichte fällt Ihnen zum Ableben Ihres zweiten Gatten ein, gnädige Frau? Die, dass auch der liebe Heinrich Graf ein Opfer seiner Zeit wurde. Wir haben uns während der Fresswelle kennengelernt. Er aß und aß, er wurde immer dicker. Bei mir hat es zum Glück nicht angeschlagen. Er kam einfach von der Völlerei nicht mehr herunter. Bis zu der bewussten Roulade. Er würgte viel. Mir blieb das Herz stehen. Sie greifen vor. Das mit dem Herz war doch Nummer 3, Herr Hugo Kleditsch. Und der arme Kleditsch, der hatte die Managerkrankheit. Erst dieser ewige Stress und dann erster Urlaubstag. Peng, Sekundentod. Das kann Ihnen genauso passieren.
Ihr Zynismus ist also vollkommen unangebracht. Entschuldigen Sie, aber ich sehe mein Ende anders voraus. Ich sehe mich da einst monatelang tot in meiner Wohnung liegen, weil niemand eine einsame alte Junggesellenleiche findet. Das ist der Zynismus der modernen Zeit. Weites Feld, großes Thema, Schluss damit. Sie haben uns nun eingehend die speziellen Gesundheitsprobleme Ihrer drei Ex-Gatten erläutert. Ja. Und weil Sie um diese Probleme schon damals wussten, haben Sie dem eisigen Frost das Fenster geöffnet. Sie die tödliche Schlinge im Fleisch einer Rinderroulade versteckt. Und schließlich und endlich Sie das Retten der Herzmittel in den Abgründen eines Pixixkorbes, eines Picknickkorbes vergraben. Was sagen Sie dazu? Beweise. Motive, es waren Liebesheiraten in allen drei Fällen. Ja, das hätten die drei Herren wohl kaum. Der hatte saftige Lebensversicherungen zu ihren Gunsten abgeschlossen. An diesem Verdacht haben sich seinerzeit schon ganz andere die Zähne ausgebissen. Bitte machen Sie auf, Strobel. Ich bitte Sie. Frau Mübis, Sie wären in diesem speziellen Fall persönlich derart befangen, dass nicht mal das Protokoll führend im Entferntesten zu denken ist. Am besten, Sie gehen nach Hause. Dann würde ja auch Ihr Fuß von unten verschwinden. Reinlassen kann ich Sie sowieso nicht. Das ist doch alles kompletter Irrsinn, Chef. Chef! Und? Das sieht nicht gut aus, leider. Und ich bin daran nicht ganz unschuldig. Ich habe rein zufällig, das müssen Sie mir glauben, drei Akten über nicht zur Anklage gebrachte, etwas mysteriöse Todesfälle ausgewählt. Zufälligerweise handelt es sich bei den betreffenden Toten um drei Herren namens Müller, Graf und Kleditsch. Was kann ich denn dafür, wenn sich Graf und Kleditsch im Lauf ihrer beruflichen Recherchen in mich vergucken? Und nicht eher ruhen, bis Sie mich vor dem Altar haben, beziehungsweise auf dem Standesamt. Sie hätten zum Beispiel Nein sagen können. Ich fühlte mich zu jung fürs Witwendasein. Ist mir das zu verdenken? Es ging Ihnen also gar nicht um die jeweiligen Herren, sondern nur um Sie selbst, um Ihre Lebensgier. Die unstillbar immer mehr Gewalt über Ihre sonst unzweifelhaft guten Anlagen bekam. Ah, Rosa Jekyll und Mrs. Hyde. Ich frage erneut. Beweise. So, und jetzt Schluss mit dem ganzen Quatsch. Ich verstehe Ihre Erregung, liebe Frau Möbius, aber einen Moment. Ehemann Nummer 1 stirbt. Die Umstände sind nicht ganz astrein. Wer untersucht von Amts wegen den Fall? Ein Staatsanwalt namens Graf. Kurze Zeit später Ehemann Nummer 2. Auch Nummer 2 stirbt etwas seltsam. Wer vermutet unnatürliche Umstände? Die Versicherung, bei der Nummer 2 eine beachtliche Police zugunsten der jungen Witwe abgeschlossen hat. Wer bearbeitet den Fall? Ein Angestellter der Versicherung mit Namen Kleditsch. Kurze Zeit später Ehemann Nummer 3. Was sagt da der Instinkt des erfahrenen Kriminalisten? Da ist was faul. Aber ich frage Sie, gibt es etwas Schöneres, als sich endlich von einer schweren seelischen Last zu befreien? Ein Geständnis? Von mir? In 100 Jahren nicht. Das kostet natürlich viel Mut und auch seine Zeit. Aber die haben wir. Wann ist doch gleich dieses Fußballturnier zu Ende, Paul? In 3 Wochen. Sie müssen sich also leider auf länger einrichten. Ach, dann sind Sie also eine geborene Müller. Ja, warum? Wie haben Sie denn diese 3 bedauerlichen Todesfälle erlebt? Den ersten in der Wiege, den zweiten im Internat und den dritten, da war ich gerade mit meinem Ex-Mann in den Flitterwochen auf Baltrum. Sollten Sie da nicht lieber etwas vorsichtiger mit Ihren Urteilen und Handlungen sein? Und glauben Sie uns, liebe Frau Möbius, wir tun das alles nicht gern, aber gerade wegen der quasi familiären, die Pflicht ist hart. Aber wie sagte schon unser größter, kleiner König in Anlehnung an unseren kleinsten, größten Philosophen? Die Pflicht erkennen und tun, das ist die Hauptsache. Also Kopf hoch, Frau Möbius. Kopf hoch. Kopf hoch. Musik.
Dann darf ich erst einmal um etwas zu trinken bitten. Selbstverständlich. Um diese Zeit nehme ich immer meinen Earl Grey mit einem Spritzer Zitrone und einen Ingwerkeks. Toll. Informieren Sie Frau Möbius. Die kennt die persönlichen Gewohnheiten ihrer Frau Mutter am besten. Nicht da. Haben Sie nicht selbst gesagt, sie soll gehen, Chef? Hä? Sonst macht die doch auch nicht, was ich will. Für die deutsche Mannschaft geht's um die Hochspielsee. Oh, immer diese Vorberichte. Das wird kein leichtes Spiel. Das wird kein Heimspiel. Wir müssen uns warm anziehen. Das ist doch groß erzählt. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das Runde muss ins Eckige. Dann hört doch einfach weg. Hallo! Dies Vorgeplänkel, das baut doch die Spannung erst richtig auf. Das gehört dazu wie das Vorspiel zum Sex. Hallo, ist da jemand? Eugen, Kundschaft. Soll warten. Deine Ex. Adelheid, hallo. Du hier, das warst du ja ewig nicht. Was ernst ist? Strobel hat Mutti verhaftet. Wegen des Verdachts auf dreifachen Gattenmord. Ich bitte Sie, eingedenk Ihres Alters, machen Sie sich bewusst, dass der Tag nicht mehr so fern ist, an dem Sie vor den höchsten Richter treten müssen. Und dann gilt es, ob der himmlische Fahrstuhl mit Ihnen nach oben oder ganz nach unten fährt. Ich bin Protestantin. Ich glaube nicht an die Folgen guter oder böser Taten im Jenseits, sondern nur an die Gnade Gottes. Aber die empfängt sich doch viel schöner mit einem reinen Gewissen. Haben Sie etwa eins? Menschsein heißt sündigen, oder? Gewiss, aber zwischen ein bisschen Sündigen und Mord, da sehe ich schon noch einen Unterschied. Sie vielleicht, Gott nicht. Aber heißt es nicht, du sollst nicht töten? Ja, aber Jesus Christus ist für uns alle gestorben, für den kleinsten Sünder und den größten Massenmörder. Ja, ja, vor Gott sind alle gleich. Aber vor mir nicht. Ihr Problem. Wer ist mir denn hier religiös gekommen? Na endlich, unser Gast soll ja nicht darben. Bitte dorthin. Hier im Haus Earl Grey aufzutreiben war gar nicht so ganz einfach. Die in der Asservatenkammer hatten was. Erinnern Sie sich, Chef, Mord in der Speicherstadt. Festlich. Setzen Sie sich doch. Danke. Wollen wir doch ein paar Kerzen extra anzünden? Walze auflegen oder sowas? Wir könnten kurz den Fernseher einschalten. Wichtiges Spiel. Ich meine nur so lange, wie Frau Möbius Mutter ihren Tee trinkt. Paul, vergessen Sie Fußball. Wenn wir diesen Fall lösen, kommen wir selbst ins Fernsehen. Sie, ich, die gnädige Frau und sogar der da. Kennen Sie den Kriminalfall der Woche? Fernsehen? Auf Fotofilm ist schon schlimm genug. Da will ich mal aufhören zu fressen. Ich finde Sie nicht zu dick. Nicht wahr? Wir sind gemütlich. Und sympathisch. Paul, nehmen Sie den Schilling und lassen Sie mich mit der Dame mal allein. In Ordnung, Chef. Glaubst du, bleib hier? Chef, was soll das denn? Wir haben doch sonst nichts zu tun. Augen auf, Ohren auf, Wache halten. Also, dass der Strobel dir sowas antut, bei allem, was du für ihn getan hast. Ach, ich kenne ihn. Unerledigte Akten lösen bei ihm eine Art Zwangszustand aus. Bei Verdacht würde er seine eigene Mutter einlochen. Und Direktor Heimeran hat ihn wohl gnadenlos in die Pflicht genommen. Wonach willst du denn hier oben suchen? Nach allem, was dazu dienen könnte, Mutti zu entlasten. Alte Fotos, Dokumente, Briefe. Hier lagern die Überreste von 3 Ehen. Von 4 Ehen, vergiss unsere nicht. Wie könnte ich das? Ich habe heute noch Albträume. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Ihnen Untersuchungshaft droht? Durchaus möglich, dass Sie die kommende Nacht und noch manch weitere im Gefängnis werden zubringen müssen. Und dort gibt es weder Earl Grey noch Ingwerkekse, sondern Wasser und Brot. Bestenfalls. Bis jetzt war es ja ganz lustig. Aber bei Wasser und Brot hört's auf. Mit Hunger und Not, Herr Hauptkommissar, treibt man keine Scherze. Sie sagen es, gnädige Frau. Unglaublich, was man so alles aufhebt. Was wollte ich bloß mit kaputten Wäscheklammern? Guck mal, Adelheid, unser alter Fondue-Topf. Was waren das für gesellige Abende mit unseren Nachbarn und deinen leckeren Soßen? Und der Fettexplosion.
nach der ich eigenhändig das Wohnzimmer renovieren musste, weil für den Maler das Geld nicht reichte. Wo war ich denn da? Bad Bevensen, Fortbildung. Was du noch so alles weißt? Kein Wunder. Wenn der eigene Mann was mit so einem blonden Gift von der Sitte anfängt, die sich auch gerade in Bad Bevensen weiterbildete. Adelheid, bitte, wir wollen doch keine ollen Kamellen aufwärmen, sondern Licht in Muddys mysteriöse Verhältnisse bringen. Eben. Dann zeig du mir keine alten Fondue-Töpfe oder sowas. Und mysteriös sind Muddys Verhältnisse schon gar nicht, sondern nur lang her. Wo anfangen und wo aufhören? Ich kann aber nur 2 Stunden. Dann fängt Deutschland-Brasilien an. Das muss ich sehen. Oh, und Fernseher im Bierdeckelformat. Kleiner Ball, wo bist du? Die Bildröhre ist eh im Arsch. Aber der Radioempfänger funktioniert noch. Die ganze Welt surft im Internet und wir fummeln da mit einer prähistorischen Zimmerantenne rum. Soll ich erst nach Hause und meine Anlage holen, dann ist das Spiel aus. Geht los. Achtung. Die Carlos Rohr mit der Nummer 1. In der Abwehr Ayala, Chamot und Nelson Vivas. Torwart stimmt. Aber Bastardo spielt hängende Spitze, nicht links außen. Die Stürmer spielen Rotationssystem. Die sind auf jeder Position top. Also was denn jetzt? 4-3-3 oder 3-4-3? Och, 3-4-3. Viererkette natürlich, die haben die erfunden. Oh, das wüsste ich, aber die haben sie bei Ajax erfunden. Scheiße. Ausgerechnet. Ist ja eh nichts gegen so eine richtig schöne, bunte Fernsehübertragung. Dann lesen wir das Ergebnis eben morgen in der Zeitung. Sagen Sie mal, Computer und Fernseher sollen doch bald eins werden. Kann man die Sendung nicht irgendwie per Netz auf dem Monitor... Ach, bei der deutschen Polizei ist das alles noch Zukunftsmusik. Bis dahin ist dies Turniergeschichte. Herr Strobel, Sie kennen mich doch. Würde ich hier sitzen, mit Ihnen seelenruhig Tee trinken, wenn ich wirklich was ausgefressen hätte. Ja. Und etwas ausgefressen verstehe ich vielleicht einen kleinen Kaufhausdiebstahl. Aber garantiert keinen dreifachen Mord. Ich glaub's einfach nicht. Wo bin ich? Was mache ich hier? Und wo gehen Sie hin? Jedenfalls nicht in U-Haft, damit das klar ist. Das entscheidet der Haftrichter. Ohne Ansehen der Person. Allein auf Basis der Rechtslage. Bei uns ist Gerechtigkeit nicht nur ein Wort. Jeder noch so alte Fall stellt eine eminente ethische Herausforderung dar, vor der alle persönlichen Sympathien verstummen müssen. Wovor wollen Sie mir Angst machen? Ist doch sinnlos. Wenn ich ein Geständnis ablege, vorausgesetzt, ich hätte was zu gestehen, komme ich in meinem Alter doch nicht mehr in U-Haft. Schließlich besteht bei mir weder Flucht noch Verdunklungsgefahr. Das ist Sache der Justiz, nicht meine. Bei mir können Sie sich nur bessere oder schlechtere Ausgangsbedingungen für das weitere Prozedere verschaffen. Ich meine, dass der Strobel spinnt, ist klar. Aber wie soll das gehen, dass wir Oma hiermit irgendwie raushauen? Ich weiß selbst nicht, wie das gehen soll, aber es muss gehen. Wäre ja auch noch schöner. Sonst schnappst du praktisch jeden Mörder und ausgerechnet bei Mutti. Das ist es ja gerade, Eugen. Mutti ist eben keine Mörderin. In all den Jahren hätte ich doch was bemerkt, wenn Mutti grausame Geheimnisse in sich trüge. Absolut ausgeschlossen. Man kann niemand in den Kopf gucken. Dir vielleicht nicht. Aber Mutti, die Beste, ist für mich ein offenes Buch. Na dann los. Wir schaffen das schon. Ihnen geht's überhaupt nicht um Gerechtigkeit. Ihnen geht's um einen kleinen, mickrigen Erfolg. Nach dem Motto, hier habt ihr ein Geständnis, der Rest geht mich nichts mehr an. Das ist erstens eine Frage der Gewaltenteilung und zweitens, was werfen Sie mir vor? Die Pflicht ist hart, aber sie zwingt mich. Ich muss, denn ich kann. Beziehungsweise ich kann, weil ich soll, nicht? Bockmist! Nur weil meine Tochter Ihnen keine beruflichen und sonstigen Erfolgserlebnisse lässt, wollen Sie sich jetzt an der armen Mutter rächen? Unglaublich! Dieser ganze Käse für eine armselige Kerbe in Ihrer Erfolgsstatistik. Mit was kommen Sie mir denn als Nächstes? Akzeptieren Sie, gnädige Frau, dass ich höheren Prinzipien folge und weder ein Herr Graf noch ein Herr Kleditsch bin, die irgendwann die Untersuchung ein- und stattdessen das Aufgebot B stellten. Und Sie bilden sich nur nicht ein, ich arbeite auf Ehemann Nummer 4 hin. Aha. Sie geben also zu, dass Sie die beiden kräftig bearbeitet haben. Selbstverständlich. Oder bilden Sie sich ein, Männer treffen die Wahl? Hier, Müller. Da war er schon ziemlich krank. Wieso sagst du Müller, er war dein Vater? Ich habe ihn doch gar nicht richtig gekannt. Ohne die Fotos könnte ich mich nicht an ihn erinnern. Sie waren sich schon als Jugendliche versprochen. Und als er 1950 aus der Gefangenschaft kam, haben sie geheiratet. Und dann war ich bald da. Komisch. Du siehst ihm überhaupt nicht ähnlich. Es liegt an seiner Krankheit. Der Tod guckt schon aus seinen Augen. Das ist ja gruselig, Adelheid. Allerdings.
Das ist nämlich das letzte Foto vor seinem Tod. Danach kommt nichts mehr. Tod hin oder her? Er sieht dir trotzdem nicht ähnlich. Kein Stück. Guck mal nicht auf die Gesichter, sondern hierhin. Na? Hartnäckiges, verbohrtes, noch so stures Leugnen hilft rein gar nichts. Beginnen wir von vorne mit den nackten Fakten. Hochzeit mit Hermann Müller, Oberstleutnant AD, am 2. April 1950. Ein Tag früher wäre auch ein Witz gewesen. Geburt der Tochter Adelheid am 31. August 1950. Wann sagten Sie, kam Hermann Müller aus der Kriegsgefangenschaft? Kurz vor Weihnachten, 49. War wohl ein bisschen sehr geschmächt, was? Man kann man wohl sagen. Peppeln Sie mal jemand mit Steckrüben und Brotsuppe hoch. Zu schwach zum Kind in die Welt setzen war aber nicht, wenn ich mir das Geburtsdatum Ihrer Tochter angucke. Das ist ja wohl absolut geschmacklos. Bei der Wahrheitsfindung kann ich auf Geschmack keine Rücksicht nehmen. In welchem Auffanglager kam er an? Friedland. Gibt's da ein amtliches Schreiben drüber? Und wo ist das? Was ist denn das? Der Liebesbriefwechsel zwischen Mutti und Müller. Ich glaube, es geht los. In fremden Liebesbriefen schnüffeln. Ist gar keiner, sondern Müllers Entlassung scheint aus dem Lager Friedland. Was hat der bei den Briefen zu suchen? Einen Tag später kam Müller nach Hause, dann hatten sie sich wieder. Mutti hat das sicher als Schlussstrich unter die schlimme Zeit dazugelegt. Und wenn Strobel die alle lesen will? Soll er? Heinrich Graf, Staatsanwalt. Hochzeit im schönen Mai 1955. Exitus mitten im lauen Frühling 1966. Immerhin 11 Jahre. Ein stattlicher Mann mit echten Manieren. Wo gibt's das heute noch? Ja. Eine Persönlichkeit. Ich habe zu ihm aufgeschaut und er hat mich angebetet. Dem haben Sie vermutlich die längste Frist gewährt, weil Sie in dieser Zeit ständig mit Frau Graf angeredet wurden. Sowas hört man ja nicht ungern. Also das ist nun wirklich unter meinem Niveau. Augenblick, wir sind noch nicht fertig. Mir reicht's. Weil es reicht bestimmt hier nur einer. Außerdem habe ich Hunger. Warum sagen Sie das nicht gleich? Pol! Ja, Chef, was können wir für Sie tun? Verstehe, für Ihren Gast. Ein Salat Niçoise ohne Oliven, aber mit Sardellen und halben wachsweichen Eiern. Heinrich Graf, Staatsanwalt, Freizeitjäger und Logenbruder. Stattlicher Mann. Sieht aus, als war mit ihm nicht gut Kirschen essen. Damals bin ich freiwillig ins Internat, das sagt doch wohl alles. Aber Mutti hat er auf Händen getragen. Sie war aber auch ein Feger. Dabei elegant, mit Schick. Kein Wunder bei dem Geld. Villa mit Hausmädchen und eigener Köchin. Mutti musste nichts tun, als sich pflegen, schöne Kleider tragen und Cocktailpartys geben. Wer ist denn das? Gerda, unsere Köchin von damals. Ein Drachen wie ein Buchästhet, oder? Am besten, man machte einen großen Bogen um die Küche. Wenn ich zum Beispiel Weihnachten aus dem Internat kam und wollte mit Mutti Kekse backen, hat Gerda sich aufgeblasen, wenn man mich nicht braucht. Ich finde jederzeit eine andere Stellung etc. pp. Mutti hat sich natürlich bei Onkel Graf beschwert. Und der hat sie postwendend gefeuert? Eben nicht. Der hat in seiner Verfressenheit auf Gerda geschworen und ihr immer Rückendeckung gegeben. Bis zu seinem Tod. Bis zu seiner letzten Rinderroulade. Also hat sie ihm, absichtlich oder nicht, den tödlichen Faden verpasst? Natürlich unabsichtlich. Aus Gram ist sie gleich danach in Rente und kurze Zeit später gestorben. Dann kannst du doch für Mutti aussagen. Erzähl es Strobel. Wird er ablehnen, wegen Befangenheit. Aber das hier könnte man ihm unter die Nase halten. Was siehst du? Eine Köchin, die auch beim Damencatchen groß rausgekommen wäre. Und Mutti, die aussieht, als käme Jackie Kennedy gleich zum Tee vorbei. Achte auf die Hände.
Recht so. Ein Glas Wasser dazu, bitte. Mit Eis, mit Zitrone oder beidem? Pur, mit wenig Kohlensäure. Haben Sie das? Guten Appetit. Gleichfalls. Lassen Sie sich schmecken. Die gucken über Großbildleinwand. Den konfisziert Strobel doch auch gleich wieder. Abwarten. Oh, nicht schlecht. Können Sie mich trotzdem ablösen? Der Essensduft da drüben macht mich völlig fertig. Was los, Schilling? Ich hab Durst. Keine Zeit bis zum Anpfiff. Wo ist das Ding stehen? Herzlichen Dank. Schmeckt irgendwie fischig. Das wird an den Sardellen vom Nizza-Salat liegen. Meins nicht. Klar und frisch. Onkel Kledisch ist mit Mutti jedes Jahr nach Jesolo. Italien-Fan. Nur im letzten Jahr, als er gestorben ist, nicht, weil im Jahr davor hatten sie ihm seine ganze Filmausrüstung geklaut. War die nicht versichert? Er als Versicherungsmensch. Doch. Aber der Film war futsch, das hat ihn am meisten gewurmt. Und Mutti fand, zwischen Adria und Freibad ist nicht so ein Unterschied. Und wollte aus Angst um sein Herz verhindern, dass er sich noch mal bis zur Weißglut über die Macaroni-Langfinger aufregt. Und dann ist er doch gestorben. Genau, als wir in den Flitterwochen waren. Ach, danke schön. Es war wirklich sehr lecker. Freut mich. So, das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist ein kleines Nickerchen. Oh, mein Mittagsschlaf fehlt mir. Das merkt man dann doch. Der Kledic hat doch auch bei unserer Hochzeit gefilmt. Super 8. Den Streifen müsste es noch geben. Könnte man mal auf Video spielen. Wozu? Hier. Alles noch da. Projektor, ausziehbare Leinwand und eine Super-8-Ausrüstung. Fast neu. Die hat er sich gerade gekauft, nachdem die alte geklaut war. Extra für unsere Hochzeit. Und seinen letzten Sommer. Dann können die Filme auch nicht weit sein. Na also... Dann wollen wir doch mal gucken, wie wir noch jung und hübsch waren. Der arme Müller. So kalt der Wind. Was war mit dem Wind? Was war in jener Nacht? Klappern. Klappern. Klappern? Was klapperte? Ihre Pantoffeln auf der Stiege. Auf der Stiege, hoch in Müllers Zimmer. An Müllers Bett. An das Fenster. Schwein. Schweine sind sehr nette und nützliche Tiere. Morgen früh steigen sie auf die Waage und schieben wieder einen Oberfrustschilling. Aber wegen den Spurenelementen hier, Pol. Schalten Sie lieber ein. Brasilien ist vorne, die USA sind lauter. Ist doch nur der Vorbericht. Ihr gehört dazu. Unbedingt. Expertenmeinung, danke. Ein Statement vom Kaiser, das die Jungs unter Zugzwang setzt, ist für mich das Sahnehäubchen.
Leg die erst ein. Die einzige ohne Beschriftung. War doch ein Zettel vom Labor dabei. Das Datum ist nach seinem Todestag. Adelheid, unsere Hochzeit. Die kenne ich, ich war dabei. Los. Scharf, kann man nicht erkennen. Aber ich? Das ist nämlich Muttis alte Badekappe. Die muss hier übrigens auch noch irgendwo rumliegen. Dokument. Mir fehlen die Worte. Filmt weiter, während er abnibbelt. Das ist auch erschütternd. Aber hast du gesehen, wie verzweifelt Mutti losläuft und ihn doch nicht mehr erreicht? Den armen, herzkranken Mann nicht mehr erreicht. Erschütternd. Onkel Kleditsch stirbt. Und wen findest du erschütternd? Mutti, die im Wasser rumspringt. Typisch. Damit hauen wir Mutti raus. Der tödliche Nordost, wir ließen ihn hinein. Der tödliche Faden, wer wickelte ihn ein? Bei all den Erinnerungen hier wird mir erst klar, was Mutti mir bedeutet. Aber oft nervt sie dich auch. Oh, ich glaube, ich sie genauso. Und mich hat sie nie gemocht. Sei es 30, 40 oder 50 Jahre, sei es noch so lange her, da musste erst einer wie er her, sei es noch so fein gesponnen. Es kommt alles an die Sohn. Schuldig. Das könnte Ihnen so passen. Das hätten Sie wohl gern. Dabei sollten Sie wissen, dass derartige Methoden unzulässig und Ihre Ergebnisse nicht als Beweismaterial anerkannt werden. Was wissen Sie denn? Ich war unter anderem mit einem Staatsanwalt verheiratet. Schon vergessen? Guten Abend, Herr Kriminaldirektor. Frau Möbius. Herr Möbius, was haben Sie vor? Demonstrieren, was seriöse Beweisaufnahme heißt. Frau Möbius, niemand wollte Ihnen persönlich irgendwie... Nein. Dann sollten Sie nächstens Fälle, die mangels Beweise nicht zur Anklage kamen, lassen, wo Sie sind. Im Keller nämlich. Ach nein, das ist nicht der Chef, sondern der Chef. Schönen Abend noch, Herr Direktor. Ist das der Dank für unbestechliche, makellose Berufsethik? Hinschmeißen möchte man. Ja, das möchte man am liebsten manchmal. Aufmachen, sofort aufmachen, Chef. Ich verlange kategorisch, dass Sie mich anhören. Ich kann Ihnen definitive Unschuldsbeweise vorlegen. Meine Mutter ist unschuldig. Hören Sie! Definitiv unschuldig!
Wenn Sie jetzt nicht sofort öffnen, Chef, bin ich die längste Zeit Ihre Sekretärin gewesen. Frau Möbius, lassen Sie doch bitte die Tür heilen. Die kann nichts dafür. Aufbauen. Moment. Sehen Sie das, Chef? Das ist Muddis alte Badekappe. Original Pop-Art. Die trug sie 77. Was man gleich sehen wird. Die trug sie beim Schwimmen im Schwimmbad. Hunderte von Metern entfernt vom armen Onkel Kledic. Und musste hilflos mit ansehen, wie er, während sie um sein Leben rannte. Naja. Wird man ja gleich sehen. Nicht alle, also nicht. Ich möchte nicht daran erinnert werden, bitte. Und dann hier. Gucken Sie genau hin, Chef. Was sehen Sie? Richtig. Muddy in der Blüte ihrer Jahre. Jackie Kennedy war da ein Mauerblümchen gegen. Oh nein, übertreib mal nicht. Und dann hier. Gerda, die Leib- und Magenköchin von Onkel Graf. Vergleichen Sie die Hände, Chef. Hier die zerfurchten Riesenpranken von Gerda, hier die schlanken, makellosen Hände von Muddy. Die einen gezeichnet von ständiger Hausarbeit, die anderen ausschließlich zur Maniküre in Bewegung gesetzt. Welche Hände haben Rouladen gerollt? Na, wer hat sie gerollt? Einschließlich der letzten. Richtig, Gerda hat sie gerollt und hätte Muddy auch gar nicht an ihre Rouladen rangelassen. Kapiert, von wem der Rouladenfaden kam, an dem Graf erstickte. Adelheid, hör auf, sei still, ich will das nicht hören. Und dann hier. Das letzte Foto von Müller. Kurz vor seinem Tod. Gucken Sie nur hin, Chef. Was sehen Sie? Richtig, eine liebende, besorgte Ehefrau. Eine rührend besorgte, liebende Ehefrau. Wie sie auch aus diesen Hunderten dramatischer Liebesbriefe zu uns spricht, die zur Weltliteratur gehörten, wenn sie nicht 50 Jahre bei uns auf dem Dachboden gelegen hätten. Das lasse ich nicht zu. Gib her. Beruhig dich, Mutti, die brauchen wir nur im Notfall. Wenn die schlagende Beweiskraft dieses Fotos nicht anerkannt wird, wenn Sie schon nicht denken können, gucken Sie wenigstens her. Dann sehen Sie das hier. Den Holm des Fensters im Schlafzimmer von Müller. Und was erkennt man da? Genau. Der Schließmechanismus ist total kaputt. Das Fenster konnte gar nicht mehr richtig schließen und musste beim erstbesten stärkeren Windstoß aufgedrückt werden. Müller wurde also Opfer eines defekten Fensters. Mehr nicht. Das reicht ja wohl. So. Und jetzt nehme ich Muddy und gehe mit ihr nach Hause. Bei dem ganzen Entlastungsmaterial lacht der Haftrichter sie nämlich aus, wenn sie ihm mit ihren Hirngespinsten kommen. Und wenn er das Wiedererwarten nicht tun sollte, sie wissen ja, wo sie uns finden. Komm! Moment! Ich bin sehr beeindruckt von Ihrem Vortrag, Frau Möbius. Ausgiebiger und ausführlicher wurde ich in meinem Berufsleben selten informiert. Aber eine Frage hätte ich dann doch noch. Und wenn Sie die beantworten, werde ich sogar Ihre unverschämten Beleidigungen mit höflichem Stillschweigen kommentieren. Also, hier steht Ihr Geburtsdatum. Und in diesem amtlichen Schreiben von der Lagerleitung Friedland ausgestellt, ist die Rückkehr Hermann Müllers aus der Gefangenschaft mit 2. März 1950 angegeben. Weihnachten 49 stimmt nicht, war gelogen. Zwischen diesen Terminen besteht ein Zeitraum von 6 Monaten. Sind Sie eine Frühgeburt, Frau Möbius? Na ja, meine Adelheid war schon immer von der schnellen Truppe. 3 Monate früher als alle normalen Babys. Dafür hat sie sich aber noch stramm entwickelt. Seine medizinische Sensation für die damalige Zeit lässt sich aber ja bequem in allen Krankenhausakten nachprüfen. Das wirft aber ja ein ganz anderes Licht auf den Fall Müller, wenn dieses Kind dort gar nicht von... Sag was, Mutti. Sag, dass das nicht wahr ist. Ja, also da gab es... Ich dachte ja, Hermann wäre im Krieg geblieben, also quasi schon tot. Also da gab es einen
sehr sympathischen englischen Besatzungssoldaten, Landadel aus Yorkshire, im bürgerlichen Beruf Kriminalschriftsteller, heute leider vergessen, Bücher, alle vergriffen. Also dieser sympathische Gentleman, er konnte sehr spannend und witzig erzählen. Und Fernsehen gab's ja noch nicht. Und neue Radios konnte sich keiner leisten. Also, er hat erzählt in reizendem, gebrochenen Deutsch. Und ich habe zugehört. Er da auf unserem Küchensofa in der einen Ecke und ich in der anderen. Und so sind wir uns näher gekommen. Also schon sehr nah. Dann am Ende, bevor er wieder nach England. Heißt das, das gar nicht Müller, sondern Anthony? Anthony. Und weiter. Thornstretton. Die Möbius, das muss ja ihr im Blut liegen. Bei dem Vater. Im Grunde kann sie nichts dafür. Die Gene, Erbanlage. Deutschland, Brasilien und wie steht's? Schämen Sie sich eigentlich überhaupt nicht, Polen? Und Sie, Schilling? Unser Eins wird fast erdrückt von der Last der Pflicht. Erhabener großer Name. Und die Kollegen würdigen diese Räume herab zu einem Spielfeld. Und Rummelplatz. Lebt er noch? Anthony ist 1952 umgekommen. Reitunfall beim Polospiel. Tödlich. 5 Jahre war er im Krieg. Nichts. Nicht einmal eine Schramme. Und dann... Du musst dich damit abfinden, Adelheid. Du bleibst nun mal die Tochter einer Mutter ohne richtigen Vater. Tödlicher Reitunfall, sagst du? Und wo warst du, als das passierte, Mutti? Eigentor, ich glaub's nicht. Eigentor! Oh, dieser Penner mit seinen 2 linken Füßen. Aus dem Spiel konnte ja nichts werden. Auf Betrug kann man eben nicht bauen. Die Kollegen haben Sorgen. Und hier? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Und die Sache mit Anthony? Na was? Habe ich eben 4 Väter. 3 mehr als Sie, Chef.